dann ein Fundament gießen, die Mauern wieder aufbauen, das Dach wieder draufzimmern, Fenster und Türen einsetzen und für den Winter natürlich einen Kamin bauen, dann könnte man Feuer machen und eine Flasche Rotwein öffnen. Massimo sah mich lächelnd an und verlängerte meinen Satz. Und ein liebes Mädchen umarmen. Typisch Nordländer, erst jahrelang renovieren und dann geschwächt genießen wollen. Wir in Italien machen gleich den Wein und das liebe Mädchen auf. Und wenn das angenehm war, verschieben wir das Renovieren. Ich hatte rasch herausgefunden, dass man im Punkto Schaufeln, Sägen und Schleppen mit Malern viel weniger anfangen konnte als mit Schauspielern. So verlegte ich ab nun Projekt- und Drehbuchbesprechungen nach Italien. Bis jetzt gab es kaum Absagen. Die Schauspielkünstler reisten mit hellen Seidenanzügen und eleganten Strohhüten an, Diktiergeräte, gespitzte Stifte und bunte Marker in ihrem Köfferchen bereit. Der erste Abend gehört der allgemeinen Geselligkeit. Ab und zu mache ich eine Andeutung von dem zu erwartenden Filmprojekt. Kurz vor dem Umstieg von Wein auf Grappa musste ich den dramaturgischen Punkt erwischen, um eine kleine Sorge auszusprechen. Das Brennholz geht zu Ende, Neues müsse geschnitten, der Efeu von den Eichen abgetrennt werden, weil er sie sonst erwürgen würde, die Straße zum Weingarten müsse mit ein paar Schubkern Schotter verbessert, die abgebrochenen Äste aus dem Wald gezerrt werden, weil sie im trockenen Unterholz leicht zum Brennen anfangen könnten. Wenn der Vortrag meiner Sorgen richtig und glaubhaft gespielt war, kam eine großzügige Bewegung mit den Händen, ein seitlich nach hinten gelegter Kopf, eine langsame Bewegung der Augenlider und der Satz: Da kann ich dir schon helfen.